Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück im Wasteland. Die Stimme ist immer noch wasted und das Land ist es ebenso. Wir sind hier in Sanctuary Hills und haben mal gerade so ein paar Sachen hier abgeliefert. Wollen jetzt mal zur Waffenbank gehen. Warte. Nein, nee, warte, Rüstungsbank wollten wir gehen. Hatten wir nicht auch eine Rüstungsbank hier? Da. Nee, Entschuldigung, mein Fehler. Doch, Waffenbank. Wir wollten wenn du mir eine unsere zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Das hier, das wollten wir verbessern. Und hatten überlegt, genau, den verlängerten Lauf für mehr Präzision und mehr Reichweite. Das wollen wir haben. Alles klar, make it. Und dann ah, jetzt fehlen uns die Schrauben, ne? Ist ja klar. Weil ich nicht genug eingesammelt habe. Schade. Dann wollten wir eigentlich... Ah, mir fehlen original die Schrauben. Das ist natürlich echt Jammer. Schade. Dann machen wir erstmal ein Leuchtvisier. Macht einfach mehr Spaß mit einem Visier. Ey. Okay. Gut, mehr können wir gerade erstmal nicht machen. Und ja, das okay, das ist auch nicht geil. Schade. Ja, ist so ein kleines Pünktchen. ein bisschen hilft's vielleicht, dass man sich direkt darauf konzentriert. Achso, ich muss noch Waffenfreak 2 haben. Na okay, dann geht's ja eh nicht. Ich könnte die jetzt theoretisch auch anders anmalen, glaube ich. Warte. Erstmal alles reparieren. Ne, ah. No, warte. So. Alles reparieren. Okay. So, und jetzt könnten wir doch eigentlich, nehmen wir mal den Torso. Bei Lackierung. Ah, ne. Doch, Winteranstrich, aber ich dachte, wir könnten mit der Farbe, die wir jetzt hatten. Aber das spielt gar keine Rolle. Nee, ist egal. Ich dachte, wir hätten vielleicht ein bisschen bunter jetzt machen können. Aber wir lassen es natürlich jetzt so. Okay, dann können wir jetzt auch... Wo ist Preston? Beziehungsweise haben wir hier Mais angebaut eigentlich. Nee, ne? Nö. Wo ist Preston? Wo hast du dich versteckt? Was? Muss mal eine Quest anwählen, sonst finde ich den auch wieder nicht. Okay, da müssen wir auch gleich noch hin. Wieder irgendwelche Quests für die machen. Da. Da hinten ist er und läuft seine Runden. 30 Meter. Ach, hat er sich in diesem Haus, hat er sich das gemütlich gemacht. Na? Oh! You got Cherry. Warte mal. Ich habe gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Mhm. Ja. Okay. Aber wir hatten noch was anderes miteinander, oder nicht? Entschuldigung? Meinst du... Wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Das genau, das machen wir jetzt. Yep. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Bis gleich. Er zieht schon mal seine Waffe. Alles klar. Wir holen unsere Power-Rüstung und dann folgen wir ihm. Und werden uns die Burg schnappen. Natürlich mit der Power-Armor, ist ja klar. So, dazu müssen wir, glaube ich, da, jo, also, warum habe ich das markiert? War das Zufall? Ich weiß es nicht. Okay,
Da können wir noch nicht hin, da ist aber auch irgendeine Quest. Ach ja, das war Nick Valentine. Also machen wir auf dem Rückweg. Wir müssen hier hin. Und dann straight rüber. Oder hier durch die Straße geht auch. Egal, wir gehen da erstmal hin. Hallo? Achso, ich habe den noch gar nicht erreicht. Ich will aber nicht in... Na, das dauert... Nee, wir machen erstmal hier. Es geht, glaube ich, schneller. Nimm den Fatman mit. Ja, das wäre gar nicht schlecht vielleicht tatsächlich. Aber wir müssen es ohne Fatman schaffen. Lade, lade. So, hier ist... Das ist die Straße. Warte. Wie kommen wir jetzt auf die Straße? Da ist die U-Bahn-Station. Was? Hat irgendwas gefunden. Camps hat sie gefunden, oder? Ja, habe ich keine Zeit für jetzt. Da hinten sehe ich, sind das Raider? Sind das Raider? Die da lauern? Ah ne, warte, das ist Diamond City. Genau, und ich muss jetzt hier rechts. Verzeihung. Du machst es richtig. Eine Powerrüstung ist genau das Passende zum Reisen. Dankeschön. Das bedeutet mir eine Menge, dass du das gesagt hast. So. Hier geht's lang. Ab hier können wieder Gefahren lauern. Man kann hier überall einfach gucken, ne? Überall sind Geheimnisse und Geschichten verborgen. Ich gehe jetzt mal straight dahin, auch wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt jederzeit wieder abgelenkt werden. Oh. Da ist nichts mehr. Was denkst du? Was gehört? Nö, da ist nichts mehr. Warte, wo ist... Nee. Wir gehen mal auf die... auf Heidi Kabel. Bisschen mehr Reichweite. Jemand da? Wir sind hier nicht allein, Blue. So. Wo war der Rest der Bande? Da drüben. Oder? Ja. Wenn du das willst, kann ich etwas für dich tragen. Nee, alles gut. Danke. Verdammt, ich hab die Spur verloren. Alter. Hast du Spaß? Ich kann das nicht. Denkst wohl, du könntest dich verstecken? Hey, wo denn? Wo bist du? Ach, da unten. Au. So dunkel, ich sehe nichts. Ah. Okay, warte, ich sehe gar nichts. Jetzt kommt er wieder. Au. Au, hör auf. So, Dankeschön. Einer ist da noch. Hast du sie im Visier? Nee, du? Irgendwas ist da noch. Kommen wir gleich zu. Was hat er denn hier? Oh, mit Taschen. Linker Arm. Eine schöne Kapuze. Offenbar waren sie schlau und sind weggelaufen. Ja, warte mal ab. Und wir kommen. Da ist sogar eine Leiter, schau mal.
Oh, hier sind noch richtig viele, oder was? Und da geht sie hin. Die Quest, die wir verfolgt haben. Weil wir lieber dieses Raider Camp auseinandernehmen. Komm schon her, du Wichser. Komm ja. Schon, kleines Mädchen. Ziehen wir's durch. Wieso nennt der mich kleines Mädchen? Ist der da oben drin? Muss ja in dem Gebäude sein. Ich raub die erstmal aus. So, wo? Wo sind die denn nur hin? Ich sehe sie halt auch nicht. Da oben vielleicht irgendwo? Hab ich dich! Wo denn? Da! Das nennt man Angst. Den haben wir es gezeigt. Ich hab's denen gezeigt. Was hatte der denn dabei? Der gute. Ah, ja, hier. Munition nehme ich immer gerne mit. Okay. Das haben wir hier ausgeräuchert. Das Banditenloch. Und hier geht's runter in die. Guck mal hier. Da können wir in die Tunnel rein. So ist das Leben halt als Streuner. Ständig findet man irgendwas, was einen anlockt. Nehmen wir. Oh hier. Jet. Jetzt können wir natürlich da mal runtergehen, ne? Und uns das angucken. Was hier unten auf uns wartet. Wir haben ja zum Glück keinen Stress. Obwohl, die Ladezeiten stressen uns natürlich. Vielleicht sollten wir erstmal alle Quests machen, die keine Oh, das ging schnell. Womit haben wir das denn verdient? Das hier ist oftmals auch so Ghoul Territory. Okay. Ich brauche einen verfickten Drink. Das war nicht Piper, die das gerade gesagt hat, oder? Wo sind die restlichen Raiders? Ich raub die erstmal aus. Ich glaube, ich kann da bestimmt. Ja, das habe ich mir gedacht. Den Turm ausschalten. Oder ich könnte. Ne, ich deaktiviere das. Hätte ja auch sein können, dass ich den dazu bringen kann, dass er auf seine eigenen Freunde feuert. Aber ich glaube. Was war das? Tschüss. Der kam mir entgegen. Ist beim Looten natürlich sehr hilfreich. Oh, 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 oh. Hallo. Ah, okay, hier sind die ganzen Ghouls. Verstehe. Das ist natürlich dann immer ganz gut, weil die Ghouls sind echt fies. Oh, shit. Außenrum können wir wohl nicht gehen, was? Nee. Das glaube ich auch. So. Alter. Die haben die einfach überhaupt nicht gelootet. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche auch ab und zu mal Glas. Deswegen nehme ich das mal mit. Riechst du das? Nee, du? In meiner Power Armor habe ich einen Duftbaum. Stimmt was nicht. Nee. Da bin ich voll bei dir. Hahaha. Jetzt bin ich nämlich vorgewarnt. Da ist die nächste. Man muss dann immer schön das Wettsystem nutzen, um die Dinger aufzuspüren. Oh, das ist ein wilder Ghoul. Schau. Wir sind hier nicht allein, Blue. Nee. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Nee, aber wir sind auch wehrhaft. So, immer schön
Wetz Knopf drücken. Der findet nämlich, wenn hier irgendwas ist. Da zum Beispiel. Hey, ich sehe dich. Du hast dich da echt wacker geschlagen, du. Was war das? Ja, der Feind. Der Feind. Was haben wir hier? Wo geht man jetzt lang, ne? Ah, da ist noch eine Mine. Alles klar. Hoffentlich hast du keinen Durst. Okay, wie hoffentlich habe ich keinen Durst? Wie meinst du das? Weil ich diese Brackwasser sonst trinken würde, meinst du? Nein, das mache ich nicht, Piper. Noch ein Ghouli. Ah, es ist auf PC einfach was anderes. Auf PS4, ich habe es ja neulich schon mal gesagt. Auf PS4 kannst du halt nicht selber schießen. Du bist auf Wets angewiesen. Und hier, ja, das ist echt einfach was anderes. Da spart man sich alle Perks, die Wets irgendwie verbessern. Man braucht natürlich noch Actionpunkte, wenn man Bock hat zu sprinten und sowas, ne? Und ich glaube auch später für die das Jetpack Upgrade. Aber ansonsten brauchen wir es nicht. Die nehme ich mit. Greif einfach zu. Ja klar, natürlich mache ich das. Oh. Bring wir's hinter uns, okay? Ach, du lebst noch, ey. Und? Ich dachte, das ist schon seine Sterbeanimation. War es aber gar nicht. Orte wie diese, so, da hacke ich mich jetzt rein. Ich nur ungern Wasser trinke. Capable, ein Treffer. Womit werden die Duds entfernt? Mit. Na, die eckigen stellen die Versuche wieder her und die entfernen die Duds. Oder wie war das noch? Ja. Genau. Ah, oh, nein. Okay. Ja, blöd. Na gut, Capable hatten wir einen Treffer. Clothes. Könnte es schon sein. Also. Hacker-Genie. So, Tür wird geöffnet. Bitte öffnen Sie die Magnetverriegelung. Yo, yo, yo. Also. Oh, was ist das? Ich höre es doch schon schlurfen. Aber da wird wieder eine geile Geschichte hinter sein. Wodka. Nehme ich alles mit. Ich muss nur Auge haben, hier schlurft irgendwas. Hallo? Packe ich alles ein. Und die... Oh, hier geil. Nett. Neue Gesichtstätowierung. Wow, das habe ich mir schon immer gewünscht. Was haben wir noch Feines? Zigaretten können wir gut verkaufen. Oh, geil. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Erzähl doch nichts. Man könnte offensichtlich auch von der anderen Seite hier kommen. Deswegen ist auf beiden Seiten ein Terminal. So, lass uns mal schauen, was wir jetzt hier... Oh Mist, okay, welches war das jetzt? Kann man die sortieren nach, ja, Wert? GWs Gewicht? Ja, Mist, okay. Welches war das jetzt? Hast du die Fallout-Serie schon geguckt? Ja, na klar. Na klaro.
Welches war das? Waren das diese beiden hier? Ups. Mein kleiner Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Ja, das waren die, glaube ich. Ah, ein kleines Kind ist dabei. Genau. Hallo, Schatz. Hallo. Warte mal. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Es geht gerade um mich. Und lustig, ja. Ganz genau. Warte mal ganz kurz. Nee, das war was anderes. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Das kann nicht das jetzt sein. Schauen, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Ja. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Oh, aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Das ist natürlich alles komplett... Wir lieben dich. Ja, tschüss. Okay, das war's natürlich nicht. Wieso kann ich das nicht? Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht das aus, hier muss ich aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall hier, Leichen oder? Von wilden Gulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ja. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Der Klassiker. Verdammte Scheiße. Die wilden Ghule, das klingt auch nach so einer Kinderband oder so wie TKKG oder so. Die wilden Ghule, Gerd, Guntram, Gabi und Gönnerö. Das sind die wilden Ghule. Immer für dich da, du hast einen Fall. Dann ruf die wilden Ghule an, sie sind schnell da. Bieten dir ihre Hilfe an, die wilden Ghule. Ja, das ist der Super-Duper-Trupp. Die Ghule sind wild. Irgendwie so, whatever. Ich frag mich gerade, ob dieses rote Kabel... Oh, da ist die Foe! Da ist eine Power Armor drin. Da ist eine Power Armor drin. Okay, ich habe nämlich, was ich erst gesehen hatte, war dieses Kabel. Und dann dachte ich, das ist mit dem Radio verbunden. Da muss doch jetzt irgendwas passieren, wenn ich das Radio aktiviere. Stellt sich raus, ich hatte gar nicht so Unrecht. Hallo, 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 hallo. Power Armor. Komme ich da überhaupt an dich ran in irgendeiner Form? Ich aktiviere das mal. Ich speichere erstmal. Wer weiß. Vielleicht ist es eine Bombe. Also warte mal, da ist die Tür. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Aha. Okay. Aber der Schrank ist ja davor. Aber ich glaube, es gibt eine Power Armor, wo man nicht rankommt. Und ich frage mich, ob die das ist. Das wäre echt assi. Das ist auch so eine Enclave Power Armor. Die kriegt man doch eigentlich erst mit dem Next-Gen-Update dann, oder wie war das? Vielleicht ist das die eine, an die man nicht rankommt. Weil ich sehe keinen anderen Zugang und es ist nur das Terminal. Das ist eine X-02. Und ich glaube, ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine in dem Spiel, die man nicht kriegen kann. Das Kabel endet hier. Nee. Das ist strange. Okay, vielleicht muss ich hier einen Kern rausziehen oder sowas. Warte mal, ist hier noch... Nee, das ist nur ein Rohr. Verzeihung. Ah,
Hust, Hust. So. Danke. Ja, nee. Wie gesagt, also das Ding ist, die Tür ist blockiert mit dem Schrank. Und das kann man nicht bewegen. Und ich glaube selbst, ich glaube, das ist die eine Power-Rüstung, die man nicht kriegt. Das ist pures Teasing. Schweine. Na gut. Ah, okay, es gibt eine Quest. Okay. Verstehe. Hey, bist du noch da? Was? Ja. So gut wie gar nichts. Oh, da ist ein Kern. Was war das? Hey, oh, shit. Warte, hier anderes. Achso, das ist Ding ist schon tot, oder was? Das war's dann wohl. Ja, ja, okay. Du bist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Aber wieso könnte ich denn. So. Was haben wir hier noch? Dann nehmen wir natürlich das hier mit. Klar. Visionskern. Ja, es hat immer nur sehr lokale Auswirkungen mit diesem Fusionskern. Und halbe Stunde Ladezeit. Ich trage wieder mein Ladezeitkleid. Tut mir leid. Man dreht auch langsam durch, ne? Wenn man die ganze Zeit in der Schwärze des Ladebalkens wohnen muss. Die Mission kannst du auch schon machen. Ja, wir werden vielleicht die Mission finden. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Ich muss so eine eigene Playlist machen. Ich habe doch auch schon mal mit Suno so Songs gemacht. Was haltet ihr davon, wenn ich eine Playlist mache über Ladezeiten und die baue ich bei OBS ein? Jedes Mal, wenn wir hier sind, machen wir unsere eigene Playlist an. Gibt es keine Mod dafür? Doch, es gibt eine Mod dafür. Allerdings funktioniert die mit dem Next-Gen-Update nicht. Saublöd. Bethesda macht aber nichts. Ich muss da mal anrufen bei Todd Howard. Ich glaube, ich habe noch seine Nummer. Mal gucken. Zeitverschiebung. Der wohnt ja, glaube ich, an der Westküste. Die sind ja 9 Stunden zurück. Das heißt, jetzt ist es 21:30 abends. Ja, da macht er wahrscheinlich gerade Mittagspause. Ich will ihn nicht während der Mittagspause stören, das mag der nicht. Deswegen rufe ich ihn später an. Am besten erreicht man jemanden immer so nachmittags zwischen 3 und 3:03. Ja, genau, danke. Die Dinger, die Holobänder wollte ich noch anhören. Stimmt. Mass Pike Tunnel Password. Achso, das hatte ich dann schon, ne? Detective Perry Holoband. Ja, danke, danke, danke. Oh, das ist einfach nur lächerlich. So, die hören wir jetzt einmal uns nochmal an. So, was hatten wir gesagt? Mass Pike Tunnel, genau. Das, genau, okay, das hatten wir schon selber. Und das andere war Detective Perry. Da. Jack, hier spricht Perry. Was dauert denn so lang, Cousin? Du hättest in der Zeit schon mehr als die Hälfte von diesem Zeug wegschaffen sollen. Mir macht dieser scheinheilige Pisser McDonald hier ordentlich Druck. Partner, von wegen. Wir müssen das Zeug hier rausschaffen und aus der Stadt verschwinden, bevor Rice es mitbekommt.
Hey. Der Vollidiot auf den Kopf der Feen halten. Dann kommen wir in einer Woche oder so wieder und sagen, dass unsere Oma unten in New York krank war. Sorg auf jeden Fall dafür, dass du heute Abend bereit bist. Und wer ist da? Zeig dich, Arschloch! Okay, das war mal wieder das Ende eines ereignisreichen Lebens. Das ist ein Fire Rescue Dude. Den können wir jetzt hier aber, wenn wir wollen, mit einer anderen Persönlichkeits... Oh. Aha. Interessant. Aha. Vielleicht ist das hier noch zu finden. So. Wir können den aktivieren. Wir können Persönlichkeitsmodus. Und können sagen, oh, Konstruktion. Erste Hilfe. Ja. U-Bahn-Begleitung. Haha. Erste Hilfe. Jetzt lassen wir den mal raus. Aktivierung Protektron zu Diensten. Kannst du mir mal helfen? Ich bin verletzt. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Ich bin verletzt. Bitte Heilung. Heile mich bitte. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Das ist alles, was du anzubieten hast. Diesen kleinen Hinweis. Na gut. Dankeschön. Oh. Oh, das nehmen wir mal mit. Manche Sachen braucht man später auch. Die muss man dann so sammeln. Ah. Wir gehen natürlich nochmal hier ein bisschen durch die Gegend. Gucken, was es hier noch gibt. Was haben wir hier? Eine schöne Kiste. Ah. Reingehackt. Schön. Nice, 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 nice. Oh. Perforiert. Schwere Impro-Pistole. Ja, kann man ja sonst auch verkaufen, ne? Das Jagdgewehr. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir alles mit. Piper gefällt, dass ich hier loote. Ich hätte ja keine Ahnung, dass sie das mag. Okay, das ist da hinten noch. In diesem Bauwagen. Aha. Was macht... Oh, was? Wo? Nee. Hat Piper schon erledigt? Hallo? Wen kämpfst du denn? Warum? Warte. Warte mal, ey, ich will die Schrotflinte. Ey, warte mal auf! Au. Okay, jetzt reicht's mir. Du wahnsinniges Getier. Hm, kann man das Leder eigentlich für irgendwas benutzen? Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Ja, genau. Ohne deine Hilfe. Wo kommt der denn her? So, was war das jetzt hier? Polizeiterminal. Fehlende Gegenstände. Okay, einer klaut. Ah, der schon wieder. Sergeant Rundle. Randall. Band abspielen. Dieser Drecksack Sergeant Rice hat mich dabei erwischt, wie ich mich im Lagerhaus umsehen wollte. Und das Arschloch hat tatsächlich seine Waffe auf mich gerichtet. Ah, ich dachte, es geht weiter, wenn ich rausgehe. Mist. Müssen wir hier dranbleiben. Sergeant Rice hat mich dabei erwischt, wie ich mich im Lagerhaus umsehen wollte. Und das Arschloch hat tatsächlich seine Waffe auf mich gerichtet. Sieh mal, Perry. Ich weiß, dass ihr beide zusammen Speak of the Devil heißt die Mission. Aber ich sag dir, der kann da Dreck am Stecken. Und ich brauche bei der Sache deine Unterstützung. Okay. Diese Rationskisten sind nicht einfach von selber verschwunden. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie zu den Leuten kommen, die sie brauchen. Jawohl, Mann. Mach ihm einfach ein wenig Druck, okay? Okay. Sorg dafür, dass er dich in die Lagerhalle lässt. Okay. Und schau dich um. McDonald, Ende. Okay. Aha.
Naja, irgendwas ist hier doch faul da. Na gut, haben wir wieder ein bisschen was zu dieser Geschichte in Erfahrung gebracht. Wo sind wir hier eigentlich genau? Lass mal auf die Karte schauen. Ah. Wir wollten, also wir sind jetzt hier durch die Tunnel gelaufen, ne? Wir wollten ja hier hin zu den Minutemen. Dann setzen wir unsere Reise fort. Haben wir uns wieder gut ablenken lassen. Durch die Nacht. Es ist auch tagsüber schon gefährlich, aber nachts. Hey. Oh shit. Okay. Wir sollten mal die Waffe wechseln. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Fuck, was ist das da oben? Ich habe lange nicht mehr gespeichert, aber ich weiß ja nicht mal, ob die überhaupt böse sind. Vielleicht sind sie einfach nur erschrocken. Das war der? Ah ne, das sind Raider, alles klar. Ihr werft mich über die Mauer rüber. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Nee, warum soll ich aufgeben? So, den da oben, genau. Hallo? Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen gerade. Doch, jetzt endlich. Okay. So, wo ist hier noch was? Da. Und da. Okay. Oh, das Auto explodiert. Wo ist das Auto? Lol. Okay, scheiße. Jetzt habe ich deren Auto zerstört. Man sieht nicht so gut, ne? Also mit der Treffsicherheit kann ich auch im Batz spielen. So. Na? Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ja, hier auch. Komm! So, den haben wir. Da ist noch ein Gesicht. Der lebt noch, oder? Wo kommen die denn schon wieder her? So verbraucht man die Muni, ne? Okay. So. Komme ich von hier rüber? Nee. Okay. Vielleicht mal von der anderen Seite. Los, Blechmann. Ich glaube, ich komme hier nicht rüber. Aber ich gehe da natürlich, ist ja logisch. Dass ich da noch von der anderen Seite gleich mal komme. Wo denn? Da. Oh, okay. Was? Okay. Ich gehe von der anderen Seite. Ich komme da eh nicht durch. Und zwar müsste der Eingang... Links oder rechts? Mal kurz gucken. Da ist eine Tür. Genau. Oh, der war besser geworfen. Genau gegenüber ist eine Tür. Ich hab. Ja, das war. Ja, stimmt. Das war eine Sniper sogar, die ich eingesammelt hatte. Ich hab gedacht, dass ich hätte nur das Jagdgewehr. Aber stimmt, das war sogar eine Sniper. So, hier hack ich mich jetzt rein.
Oh, mal die Sniper ausprobieren. Wo hatten wir sie denn? Das hier. Yo. Das probieren wir mal aus. Oh ja, das war ganz geil. Okay, das war richtig schlecht. So, wo ist der andere? Wo bist du? Das hätte ich eben schon mal nutzen sollen. Wo hast du dich versteckt? Na? Der muss doch hier in dem Gebäude lungern. Hallo? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ich komme jetzt zu dir. Kein Bock auf dieses Spielchen. Guck mal. Ja. Komm ich da rauf? Ja, vielleicht. Ja, oh, falsches. Ey! Wo kam der denn jetzt so schnell her? Das gehört jetzt uns. Wahnsinniger. So. Oh. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht. Ich glaube, hier ist jetzt Ruhe. Ah, guck mal, das ist ein Schlüssel, aber den brauchen wir gar nicht mehr. Weil wir jetzt hier schon alles aufgehackt haben. Aber das ist immer ganz geil. Nehmen wir alles mit. Oh, hier. Oh, was ist das? Ja. 42 Mark. Nehmen wir mit, können wir verkaufen. Da bekommen wir uns da Munition. Oh, geil. Einige Fernseher funktionieren ja immer noch hier offensichtlich. Der sieht ganz gut aus noch. Okay, ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht. Das ist das, der Schlüssel, den nutzen wir gleich. Lass uns mal gucken. Hier oben ist noch ein Terminal. Das plündern wir. Und dann gehen wir mal hier durch die Tür. Hast du alle Fallout-Teile gespielt? Fragt Apanis. Nee, 1 und 2 nicht wirklich. Nee. Was ich natürlich dann sehr bedauche. Aber 3 und New Vegas natürlich. Auf jeden Fall. So. Wir sind wie immer von unserem Weg abgekommen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt noch was Lohnenswertes versteckt ist. Wir müssen eigentlich in diese Richtung. Viper. Komm, wir gehen mal wieder dahin. Boah, das ist hier aber auch ein enges Ruinen. Ach du Scheiße. Wir sind original wieder in Diamond City. Wir sind im... Das ist so typisch Fallout. Wir waren vor einer Stunde oder so hier. Und ich wollte eigentlich zu der Quest laufen. Und wir sind original komplett abgekommen vom Weg. Tja. So ist das Spiel. Dann gehen wir jetzt aber dahin. Das ist echt lustig. Hier sind wir da, hier waren wir. Und hier sind wir dann durch die U-Bahn zurück und jetzt sind wir wieder hier, einmal im Kreis. So. Haben wir hier noch? Oh, warte. Was haben wir hier? Was ist da? Ich dachte wohl, du könntest dich verstecken, was? Dein letzter Kampf, Kumpel.
Alter, was hält der alles aus? Ernsthaft? Boah, der hat richtig was ausgehalten. Wir sind hier nicht allein, Blue. Nee, ich weiß. Ich weiß. Es gibt Ärger. Ja, bestätige das. Oh, alter Schwede. Die haben schon... Können wir es ab. Zahnpasta, natürlich. Oh, der hat... Was hat der für einen geilen Scheiß? Ah. Ist die besser als unsere? Zahnpasta. Oh, das ist geil. Wirkt so unscheinbar. Ist aber nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob... Die vielleicht sogar besser ist mit Taschen. Verstärkt. Wir werden sehen. Ah, Entschuldigung, Piper. Taschenlackier, oh, Metallrüstung. Ah. Ah, wo bist du jetzt? Oh. Weg. Einfach so. Das ist ja echt super unangenehm, was du da gerade gemacht hast. Alter. Okay. Alter. Okay. Stirbst du nicht endlich? Oh oh. Okay, das war nicht gut gespielt von mir gerade. Piper, ich komme! Piper, ich komm! Wo bist du? Oh, ah, fuck. Okay. Oh. Hey! Boah. Jetzt liegt sie da, aber ich werde ihr natürlich kennst. Oh. Wo? Ach, ernsthaft? Okay. Dann hat er es nie anders gewollt. Wo war er jetzt? Wo hat er sich versteckt? Da oben. Oh, da komme ich ja nicht so easy hin. Ich gehe mal ins offene Gelände, dann ist ihr Anreiz. Ich glaube, die sind weg. Nee, die sind nicht weg. Die ist da oben. Ich höre sie doch noch. Spöttische Kommentare herunterrufen, die sich mit den Regentropfen vermischen und mir ins Gesicht tropfen. Sie machen mich nass. Und sie tun mir in der Seele weh, beides gleichzeitig. Yo, also. Vielleicht will sie hier nochmal ihr Glück wagen. Ich gehe natürlich jetzt erstmal da rein. Ist klar. Damit haben wir wieder komplett unsere Linie verlassen. Ich muss auch dringend meine Sachen reparieren. Guck mal. Da komme ich rauf über diese Konstruktion. Holen wir sie uns erstmal und dann gehen wir noch in das Gebäude rein. Was ist das hier für ein ungastlicher Ort? Oh, hi. Ja, ja. Was macht sie jetzt schon wieder? Lässt du meine Freundin in Ruhe? Sonst verkommt das alles ja nur. Ja, ich nehme das alles mit. So. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich glaube, ich brauche eine Waffe, die ein bisschen mehr Reichweite hat.
Und dann holen wir uns diese letzte verbliebene Person. Und dann räuchern wir mal hier deren Laden weiter aus. So, die muss ja hier irgendwo sein. Dem anderen Dach. Wo ist sie denn? Wir werden es nie erfahren. Okay. Dann geht's hier weiter. Keine Tür, nichts. Da auch nicht. Einfach nur Dach. Keine Dach. Da hier. Ah, okay. Dann gehen wir da mit der Schrotflinte rein. So, wir haben wieder Ladezeit. Ladezeit ist Redezeit. Da kommen Erinnerungen hoch an den Release, als ich 24 Stunden vor der 3 gespielt habe. Ja, Mario, das war lustig, ne? Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ja, ich versuche es. Ich versuche mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Danke, Piper mag mich. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Doch. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören, oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Ja, das Piper, ist ja total bring doch gemein. Bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Das verstehe ich. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ja. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Und das macht dich zu was ganz Besonderem. Deswegen sage ich ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ja, mir ich habe auch selbst nicht. Erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Ja. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ja, das ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Was eine Ratte. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Ja. Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert. Ja, weißt Mann. Du? Also, danke. Sollen wir los? Ja, Mann. Dongor bist noch da. Dongor. Danke dir für dein Abonnement. Ich habe das schon im Eifer des Gefechts buchstäblich übersehen. Aber das kann doch ja nicht alles sein. Ich wollte doch die Schrot mitnehmen. So. Dann räuchern wir das hier. Ach du Scheiße, nochmal Raum für Raum aus, wollte ich sagen. Oh, ein legendärer. Scheiße. Okay, einfach knallhart daneben geschossen. Scheiße! Einfach knallhart daneben. Du Dreckiger!
Oh, er hat sich wieder geheilt. Die heilen sich manchmal, die Legendaries. Ja, der ist nur ein Kampfrausch. Aber der sollte sich nicht neben einen Mann der Schrotflinte stellen. Okay. Sehr gut, da kriegen wir jetzt Legendary Loot. Wo ist er? Das war ein grob. Nee, das ist er aber nicht. Großer Fehler. Wo ist er jetzt? Der ist hoffentlich hier nicht runtergefallen. Ich glaube, ich habe den hier runtergeschossen. Das sind nicht mal irgendwelche. Haltet die Augen offen, ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Oder ist es vielleicht. Ist das die Legendary schon? Nee. Fuck. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Da bist du ja, du kleiner Bastard. Au. Nachschlag gefällig, was? Alter, au. Ey, lad nach. So. Einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Kommt noch einer. Au, scheiße. Unangenehm. Schlechte Idee. Sonst verkommt das alles ja nur. Wo ist der Typ? Au. Wow, ihr seid echt au. Viele, nicht wahr? Okay. Ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Wo ist der Typ? Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich suche jetzt euren Anführer. Ich war doch schon richtig. Normalerweise kommt man von unten wahrscheinlich. Durch dieses erste Tor, was zu war. Ja, wo wir nicht durchgegangen sind, meine ich. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Nee, ich suche euren Boss. Der muss doch hier irgendwo sein. Der ist ja weggeglitscht oder was? Scheiße. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Das gefällt mir nicht. Komm, es ist vorbei. Wir haben sich verpisst. Nee. Ich entspann mich, wenn ich kann, klar? Mann, oh Mann, du warst schon immer ein Scheiß-Dickschädel. Du bist noch am Leben, oder nicht? Ist irgendwas von dem noch hier? Ständig rumzumeckern. Genug gequatscht. Vielleicht schleicht sich gerade jetzt jemand an uns ran. Das ist völlig richtig, genau das passiert. Das ist er doch auch nicht. Ich bin unzufrieden mit der Situation. Tolle Wurst. Das war schon eigentlich der Loot, den wir halt hier am Ende dieses Dungeons als Belohnung erhalten sollten. Und jetzt ist das alles in weite Ferne gerutscht. Er ist runtergejumpt. Was zum Teufel? Hallo. Alter, wieso lebst du? Wie lebt die noch? Warum hast du das überlebt? Au. Scheiße. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Okay. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Wenn er runtergejumpt ist, finden wir ihn noch. Nein, wir kommen gleich, keine Sorge. Ich will euch erstmal alles wegnehmen, was euch lieb und teuer ist. Oh, Speiseöl. Die sammeln Köpfe. Wie unangenehm. So. Hast dich verpisst, was? Oh nein, Backbaiter. Warum? Ach.
Ich dachte, das wäre einfach eine Zimmertür. Oh mein Gott. Fallout hätte auch Bin Laden heißen können. Was spielst du? Bin Laden. War das schon immer so? War das auch vor dem Next-Gen-Update auf PC ohne Mods so krass? Mods oder Motzen? Bethesda, was ist es? Geh ich kurz duschen, ja, kommst du wieder, wenn... Das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, so wie auf dem Amiga 500, ne? Och, Leute. Ich habe es ja neulich auch auf PlayStation 5 gespielt mit dem Update. Ich habe einen PlayStation 5 Spielstand, der sehr weit ist. Und da sind die Ladezeiten nicht so. Also das ist völlig lächerlich. Das ist komplett absurd. Ich habe ja letzte Folge zu Beginn auch gesagt, dass ich darüber nachgedacht habe, das Spiel zu downgraden, also den Next-Gen-Patch runterzunehmen. Das geht. Nicht von Bethesda selbst, sondern durch die Community. Gibt es so Tools, mit denen man das machen kann. Und dann kann man halt auch diese ganzen alten Mods, unter anderem eben diejenigen, die dafür sorgen, dass die Ladezeiten geringer sind, wieder installieren. Aber es ist ja einfach... Wie lange ist das jetzt? Ist das schon 2 Minuten oder sowas? Das kann doch nicht euer Eins sein. Und der Witz ist, ich muss ja gleich wieder da rein. Hab mir gestern auch die Mod für schnellere Ladezeiten runtergeladen und hat mit dem Next-Gen-Update funktioniert. 1000-mal angenehmer. Auf PC? Auf PC? Load Accelerator? Das muss ich gleich ausprobieren. Load Accelerator hat funktioniert bei mir nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Einmal kleine Warnung, Warnschuss. Jetzt gehörst du mir. Was für eine Verschwendung. Hey. So, mein Freund. Dann musst du richtig einstellen und Ini ändern. Okay, das gucken wir uns nochmal an. Geil, die immer so alles kommentieren, ne? Oh, der hat gesessen. Oh nein. Nimmer wiedersehen. So, kann ich jetzt dem hier diese Hunderüstung abnehmen? Genau. Die nehme ich ihm ab. Für meinen Hundimann. Ist hier noch was anderes? Ne. Ah. Gepolstert. Oh, geil. Oh. Die nehmen wir beide mit. Und sei es nur, um da die Mods rauszuziehen oder um die zu verkaufen. Ha. Jetzt sind wir hier draußen. Was ist denn hier noch? Wir müssen eh gleich wieder rein. Oh, geil. Nehmen wir, was bringt die? Wert 92. Jo, ich gebe ihr mal was. Komm her. Nein, du bist da jetzt nicht runtergesprungen. Piper. Du solltest mir was abnehmen. Ach Gott. Jetzt ist sie da runtergesprungen, weil sie keinen Bock hat, irgendwas für mich zu tragen. 14. Okay, ich schmeiße irgendwas runter. Aber was?
Naja, der bringt mir halt Öl, ne? Öl ist gut. Ach, Mensch, Piper, wo bist du denn? Okay. Ja, das brauchen wir schon. Hasel! Hallo, Hasel! Was geht? Ey, hast du vorhin Knights of the Old Republic gespielt? Ja, oder? Das finde ich ganz schön gut. Das wollte ich auch immer mal spielen. Guck mal, die Netzrelaisspule gibt mir Kupfer. Ist das so wichtig? Obwohl, die hat gar kein Gewicht. KOTOR, ne? Voll geil. Wollte ich auch immer mal spielen. Habe ich nämlich damals auch nicht gemacht. War einer dieser Spiele, die ich immer spielen wollte und dann nie gemacht habe. Und dann gab es ja das Gerücht, dass es ein Remake gibt von KOTOR. Und dann habe ich gedacht, geil, das wird super. Und dann wurde das einfach nicht mehr weitergebaut. Und dann war ich traurig. Und habe es nie gespielt. Ja, toll. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir spielen Fallout 4 auf PC. Das Next-Gen-Update. Leider ohne jede Mods. Ist... Achso, warte mal. Was ist das für ein Kran? Und das Problem ist... Oh, ich will nicht runterfallen. Das Problem... Guck mal, das ist ja geil. Hier hätten wir auch hochfahren können. Das Problem mit fehlenden Mods ist, dass die Ladezeiten teilweise minutenlang sind, um in ein Gebäude reinzugehen. Das ist einfach kompletter Irrsinn. Und Bethesda weigert sich, irgendwas daran zu tun. Ich habe es schon mal auf Konsole gespielt. Damals. Guck mal, ist das die Tür, durch die wir da rein sind vorhin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich meine, das ist die Tür, durch die wir rein sind. Ist das im Kühlschrank drin? Nix. Gehen mal wieder rein. Die Beladezeit-Mod geht noch, sagen Leute. Ja, wie gesagt, ich hatte es ausprobiert, es ging nicht, aber... Ja. Mit der Lademod versuchen. Ja, wir können es tatsächlich gleich mal versuchen. Ich zeige euch das mal. Warte, ich mach mal. Ich save mal. Ich nehme an, ich müsste das Spiel dann neu starten. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Ich hatte die Mod nicht ausgetestet. Ich hatte nur die andere Mod getestet. Es gibt irgendwie zwei Mods, um das zu beschleunigen. Das ist jetzt die zweite. Na, mal gespannt, ob das besser wird. Also oh, das ist problematisch. Also, das wäre natürlich fantastisch. Und die geht mit dem, oh, da ist es! Neuen. Ja! Ah, ja! Sehr gut. Yay! Nice! Danke, Chat. Also, was haben wir gemacht? Nochmal ganz kurz. Wir haben einfach diese Mod runtergeladen, Load Accelerator, und haben die ohne Vortex einfach nur ins Fallout-Hauptverzeichnis extrahiert. Das ist alles. Mehr muss man nicht machen. Und ich habe gedacht, das ist komplizierter als das. Oh, wie geil, das hat einfach alles verändert jetzt gerade. Das ist so viel besser. Also noch haben wir nicht geladen, aber ich glaube es. Und das mit den auf 90 FPS begrenzen hast du auch schon gemacht? Nee. Okay, weil das ist immer das Problem mit der Physik Engine, die ist auf die FPS abhängig von. Aber das FPS. Müssen wir, das können wir nicht im Spiel machen, ne? Kannst du über Nvidia vielleicht. Ach nee, das ist eine AMD-Karte. Ja. Gibt es einen Konsolen-Command für Chat? Ach du Scheiße. Jetzt gehörst du mir, Mann! Lol. Okay. Mit Reaper wäre es halt auch noch möglich. Okay. Der Typ, ey. Hat einfach mal die Schlacht verschlafen. Ich kann jetzt einfach auch da drin schlafen, auch wenn ich will. Der war ja sehr lustig. Wir werden es gleich bei der nächsten Lademöglichkeit werden wir sehen. Achso, das soll wieder 60 FPS sein. Okay. Geschafft. Ja, eben, ich wusste auch nicht, wie es so. Ich kann man einfach nicht aussperren. Gab es nie Probleme mit der Physics Engine bei dir? Nö.
So, na dann ist es wahrscheinlich nicht relevant, weil das ist echt ein Problem, wenn du mit so viel FPS spielst. Dann fliegen Dinge durch die Gegend. Nö, das ist noch nicht passiert. Alles klar. Oh, warum? An so einer dummen Dose hier. Es war damals so, dass die immer die Physik Engine auf die FPS gekriegt haben. Weil die dachten, na, man bekommt nie mehr FPS. Haha. Ja. Ja. Von wegen. Geiler Typ, Nikola. Das, Ich hab nichts getan, kopiert. Ja, das stimmt. Chat hat den Mod gefunden. Chat hat aber du auch. Ich hätte es ein bisschen komplizierter gemacht und dann war ich schon dabei. Du hast ja gesehen, ich wollte gerade das Verzeichnis öffnen. Ich hätte es vermutlich auch so geschafft. Hey. Aber es ist immer schöner, wenn du das machst. Klar, schau's dir an. Okay. So, die kriegt jetzt hier. Was geben wir denn, Nikola? Was meinst du denn? So ein Scharfschützengewehr? Piper? Oh, schwierig. Oh, das ist besser. Ich habe hier eine MP gegeben oder sowas. Die kriegt ein... Ist deine Sniperin? Die kriegt die richtig geilen Scheiß jetzt. Ich gebe ihr auch eine Granate. Also ich glaube nämlich, dann kann sie so viele werfen, wie sie will. Wenn sie eine hat. Hoffe ich zumindest. Sie brauchen keine Munition? Ich glaube nicht. Hier mal Munition geben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht eine brauchen von allem. Das wäre aber ein bisschen kompliziert. Naja, aber... Also ich glaube, dass die nicht ausgeht. Es geht denen nicht die Munition aus, denke ich. Glaube ich. Oh, guck mal, hier haben wir noch zwei Jagdgewehre, dann kriegt sie... Schlechtere. Kann sich schön aussuchen, womit sie arbeiten will. Und... Was habe ich hier alles noch? Achso, das ist der Repeater. Was hat der für eine Muni 308? Und das ist die 38, genau. Ja, das hast du ja schon mal ein bisschen was. Das Jagdgewehr macht 37, das Jagdgewehr macht auch 37, denn... Sind die, ist das... Da sind gar keine Mods drauf, oder was? Reichweite? Hä? Präzision ist hier ein bisschen besser. Egal, nimm das jetzt einfach mal. So. Geil. Nikola, wir sind nämlich auf der Suche nach einer Leiche. Wir haben ja nämlich den Boss schon gelegt und finden seine Leiche einfach nicht. Deswegen lasse ich mich jetzt hier mal droppen. Oh, nicht, dass es irgendwie geglitscht ist. Das wäre. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich habe dem aus einem Meter mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der jetzt weg ist. Hier war ich auch schon auf dieser Ebene. Ach, fuck. Oh, shit. Dann muss ich vielleicht hier. Oh, komm. Jetzt kann ich mich nicht droppen lassen wegen... Doch. Weg. Einfach so. Das ist ja Glück und es kommt noch irgendwo ein Fuß raus. Ha? Ja. Bleibst du. Jetzt verreck endlich! So. Hey! Das ist ein geiles Soundfall. Können wir das machen, wenn wir geratet werden? Das ist einmal so, hey! Na gut. Guck mal hier. Geil. Ich brauche immer noch den Chefboss von denen. Vielleicht guckt durch irgendeine Wand noch einen Fuß raus oder einen Kopf. Ja. Das wäre so schön. Oh, die haben hier auch so ein Baby-Sean-Bett. Oh, Vault-Tec-Laborkittel. Ach, Alter, hier ist irgendein... Das ist eine geile Geschichte. Hier 100% eine Geschichte drin. Ja, wenn hier ein Vault-Tec... Kleine Babyflasche. Ist das der Comic-Laden, wo du gerade bist? Nee. Okay. Aber hier ist 100% irgendeine... Ich kann mich an irgendein Geschichte Gebäude erinnern. Das war richtig schlimm. Nee. Also, wir gucken erstmal hier rein. Weil wenn der einen Walltech-Laborkittel hat, dann hat der hier gelebt. Oder ist hier halt quasi, hat sich hier verschanzt nach dem Krieg. Und wir wissen ja alle, Walltech sind Alter. Knochen und Leder, Todeskralle. Intelligence 2. War eventuell eine Todeskralle bei Walltech angestellt. Ja, könnte sein, ne?
Brauchen wir eigentlich nicht. Intelligence 2, ich wüsste nicht, wann wir das anwenden sollten. Es gibt ja manchmal Situationen. Ach, ich bin ja schon, ich bin ein Level up. Die brauchen wir Leder. Ich nehme die mal mit, weil ich weiß nicht, wenn wir irgendwann mal Leder brauchen für irgendein Upgrade. Wollte, glaub, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass du viel mehr Zeug mitnehmen sollst. Ja, ja, ich weiß, aber das. Ich nehme schon wieder viel mit. Ich habe es extra reduziert, weil ich die Leute nicht mit meinem Lootwahn nerven wollte. Weißt du, wie viele Leute auch Lootwahn haben und das unbedingt sehen wollen, dass du alles mitnimmst? Ich zum Beispiel. Du zum Beispiel, das ist alles einpacken. Ja. Ich kann mich hier auch droppen. Ich bin ganz schlau. Ey. Jede Steinchen mitnehmen. Alles, ne? Alles. Irgendwo alles muss sein hier. Danach. Ja, guck mal. Da war ich doch gerade, ne? Ja, ich glaube, ich muss mich hier nochmal eine Runde. Ich kann natürlich auch einfach den Fahrstuhl nehmen, aber ich muss mich hier mal eine Runde droppen lassen. Ich habe Angst, dass hier irgendwelche geilen Sachen noch sind, die ich jetzt verpasse. Komme ich überall durch den Tisch? Oh ne, nicht festhängen, bitte. Das war eine dumme Idee. Ah ne, okay, geil. So. Ah, wir haben ihn! Nee, das war der nicht. War der das? Der hatte doch gar keinen Kopf. Ich habe ihm einfach aus einem Meter mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Aber das ist es. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Naja, okay. Dafür den ganzen Aufwand. Aber die Frage kannst du bestimmt beantworten aus dem Chat, ob die Story von der Fallout-Serie an die Story von Fallout 4 angelegt ist. Oder eher nur das Universum. Nein, nur das Universum. Die Teile spielen alle zu unterschiedlichen Zeiten und Orten. Also ich weiß nicht, wie das ist, ob man in der zweiten Staffel, das wurde ja so ein bisschen angeteased, eventuell nach Las Vegas, also New Vegas quasi kommt. Dann könnte es sein, dass da wirklich auch irgendwas Wiedererkennbares ist. Aber wäre das der Fahrstuhl gewesen hier? Das, in der ersten Staffel ist das nicht passiert. So. Okay. Weiter geht's. Der Witz ist, dass ich die ganze Zeit zu einer bestimmten Quest will. Und auf dem Weg dahin immer wieder abgelenkt werde. Und das liebe ich an dem Spiel. Ja, das gehört zum Fallout dazu. Ja, so geil. Das wäre sonst kein Fallout. Das wäre der Fahrstuhl. Da geht's wieder raus. Oh, gleich werden wir diese Lademod ausprobieren. Wir werden nämlich gleich hier rauskommen und dann werden wir das sehen. Ich glaube, ich bin auch nur zufällig über die Brotherhood of Steel gestolpert im Spiel, als ich irgendwo hin wollte und dann bin ich an diesen Sheriff Office vorbeigekommen und wurde von so einem Random Event begrüßt. Das war sehr cool. Solche Momente kann das Spiel sehr, sehr gut. Ja. Ja, und auch, das sind halt immer so Geschichten auch, wenn man sich die Welt ein bisschen anguckt. Ja, es erklärt sich auch mal so schön, auch mit Nuka-Cola und so. Im dritten Teil habe ich auch nicht ganz kapiert, was das ist und dann kam die Fabrik mit Nuka-Cola und das war, hat sich alles schön... Ja. Ineinander greifen. Stimmt, genau. So, was haben wir hier noch? Ah, die nehmen wir mal mit. Oh, guck mal, Antje hat Fanska einen Sub geschenkt. Antje, vielen lieben Dank. Der 128. Wahnsinn. Ja, Antje ist krass. Ich bin happy. Ich hoffe, gleich funktioniert das. Wenn wir rausgehen. Ah, guck mal, hier ist noch ein Terminal-Grafikkarte, was bringt die mir? Schaltkreise, ja, das kann schon gut sein. So, jetzt hacken wir uns hier mal rein. Wen dürfen wir denn mit dem Tisch verdanken eigentlich mit dem Mod-Vorschlag? Oh, Wer hat das denn geschrieben? Das habe ich jetzt gar nicht mehr, Entschuldigung, gar nicht mehr, das erwischt mich jetzt falsch. Am falschen Fuß. Sie sieht keinen Tag älter als 199 aus. Ah, das reicht nicht mehr. Ja, aber vielen Dank, das war ein super Hinweis. Da haben einige Leute was geschrieben, aber einer hat ja den Anfang. Ja, schon auch in der Folge, schon davor. Und auch schon vorm LP. Ja. Bringt Seife. Ich probiert, aber hab's nicht hinbekommen, leider. Ich weiß nicht, ob Seife irgendeinen geilen Shit gibt, ehrlich gesagt. Abraxo gibt's auch. Sauberkeit. Ja. So. Jetzt nehme ich wieder jeden Scheiß mit, weil ich weiß, überall sind irgendwelche Drähte verbaut, die man noch braucht und so. Jetzt hasst du mich, Nikola.
müssen wir natürlich regelmäßig nach Hause. So, jetzt kommt der Test. Jetzt kommt der Test. Jetzt gehen wir nämlich hier raus. Oh Mann. Na. Na. Ja, doch. Das war schon schneller als davor. Dafür, dass du rausgegangen bist? Ja. Also rausgehen dauert immer länger als reingehen. Also das war auf jeden Fall deutlich schneller. Aber wir waren hier auch schon. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendeine Relevanz... Normalerweise lädt die Engine alles neu, soweit ich weiß. Also, weil du in Wasteland nochmal zurückkehrst, lädt es, glaube ich, nochmal alles voll schnell. Oh. Sehr gut. Ja, lass ich dich wieder allein. Viel Erfolg beim Looten und Leveln. Ja, vielen Dank, lieber Nicola, für deinen Erscheinen. Kennst du noch Hallo Spencer, wo man Galactica rufen konnte? Das hat anscheinend funktioniert. Ja, du bist ein bisschen meine Galactica. Das hört sich gut an. Alles klar. Bis später. Wir müssen uns bei Sharp K bedanken. Vielen lieben Dank, Sharp K und Madante90. Danke für den Support. Ich habe parallel was gelesen. Vielen Dank, Nicola. Bis später. So, was wollte ich sagen? Zerstreute Gedanken. Oh, da ist eine Mine. Ich wollte zurückkehren. Hey! Hey! Okay, das wäre einfach mega lame. Okay, die kann man auf... Man muss wesentlich schneller sein als ich. Hier hätten wir hochfahren können. Das war da nicht. Okay, da ist die nächste Mine. Okay. So, was wollte ich machen? Erstmal noch gucken, was ist hier für eine Tür. Okay, jetzt bin ich neugierig. Okay. Was war das jetzt? Was waren das für Granaten? War das alles noch von der Railer-Geschichte? Wahrscheinlich ja. Ich wollte einmal nach Hause fahren jetzt gleich. Lass mal schauen. Wir sind halt einfach überhaupt nicht vorangekommen. Ich gehe jetzt nochmal bis zur nächsten Entdeckung. Und dann fahren wir nochmal nach Hause und müssen die Powerrüstung reparieren. Notfrequenzsignal. Jetzt muss ich, glaube ich, das Radio nochmal anmachen. Das hatte ich ausgemacht wegen Copyright Claims. Was? Was wiederholst du? Oh, scheiße. Okay. Das Auto kippt um. Lol. Was? Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Aha. Ein Leitfaden. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Okay. Wird das Signal klarer? Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Was? Ich wiederhole. Das Signal wird klarer. Hier ist noch eine Red Rocket. Da kriege ich immer Heimatgefühl aufgrund meines Spielstands auf PlayStation.
Farbdosen. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ja. Ich werde, das wird doch immer deutlicher. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Hab ich doch nicht sowas. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Voll gemein. So, ich kann hier ich auch mein Dings reparieren. Was wiederholst du? Rattengift. So, wir parken rückwärts ein. Reparieren kann. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Ja, hab ich aber nicht, Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Alles repaired. Haben wir gut gemacht. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. So. Ich wiederhole. Okay, dann können wir wieder einsteigen. Haben wir gut gemacht. Das ist auch eine Waffenwerkbank. Das heißt, wir können unsere Waffen jetzt gleich noch verbessern. Wenn wir wollen. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Eine Rüstung. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ja, ja, ja. Aber wo? Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Hab ich nicht. Habe ich jetzt hier eine Red Rocket? Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Okay. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Da sind Schrauben drin, glaube ich. Ich wiederhole. Oh, hier war es auch eine Geschichte wieder. Die haben sich totgesoffen. Ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Oh. Was? Da war ein Fusionskern? Wo war der? Geht's hier rein? Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Wo war der Fusionskern? Protokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Der Tankstelle? Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Hä? Ja, aber warum sich... Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer drin lassen. Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Warum sollte ich den rausnehmen? Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Oh, da ist ein Zeichen dran. Ich wiederhole. Hier vielleicht. Das sieht verdammt danach aus. Was denn? Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 so. Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Hey. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Das ist ja mega lame. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Die falsche Taste Dort gedrückt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Alter, das gibt's doch wohl nicht ernsthaft. Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ich muss mal das Radio ausmachen. Ich
wiederhole. So, ich wiederhole den Schuss. Alter, ich treffe gar nichts. Hey, da draußen zum ersten Mal irgendwas getroffen. Hab ich dich! Okay. Okay. Jetzt geht's hier los. Noch niemand? Tut mir leid für dich. Das ist ein Turret. Ah, alles gut. Alles gut. Die Pistole mag ich einfach. Die macht Spaß. Ich spiele gerne mit Pistolen. Die sind fun of fun. Die sind so reduziert. Das ist auch so albern. Man hat so eine... Man hat so viel krasse Rüstung und Waffen. Und am Ende spielt man mit so einer süßen kleinen Knispel. Das gefällt mir. Ba-ba-ba-ba-ba. Also Andrew Station. Das ist doch bestimmt die Station hier, oder? Okay. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch! Ey, was sind denn los? Okay, der war C. C. Roberto war das. Hier noch mehr Ärger. Nee, ne? Was haben wir hier drin? Die räumen die auch einfach nicht weg, ne? Die machen hier ihre Station, aber oh, die haben... Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Die haben kein Interesse daran, die ganzen alten Leichen wegzuräumen. Das ist nicht völlig egal. So faul sind die. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Okay. Und du bist Princess Peach, wenn ich dich erwische. Alter. Den haben wir es gezeigt. Yes. Irgendwas Feines, ey. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch so? Gucken wir uns mal in Ruhe um. Das ist auf jeden Fall ein etwas größerer Stützpunkt hier. Sogar Wasseraufbereitungsanlage. Waffenwerkbank. Das machen wir aber lieber zu Hause. Da haben wir mehr Schrott. Guck mal, da geht's noch. Was? Was ist das denn? War das eine Falle? Was war das? Seltsam. Okay, hier ist einfach nur Verteidigung. Das ist auch noch irgendein Markt hier. Ansonsten ist hier oben nichts. Dann können wir auch wieder runter, meine ich. Da. Alter, was ist das? Sind das Fallen oder was? Was ist das? Ich glaube, ich trete da auf diese Säcke rauf. Und das ist Altmehl oder so. Und das Mehl ist ganz schwarz schon, weil es... Mehrere hundert Jahre. Oh, geil! Mehrere hundert Jahre alt ist. Kann mir das nicht anders erklären. Okay, hier sind die guten neuen Klos. Ja, right away. Vorrat auf dem Klo. Braucht man. Kein Medipack an der Wand. Nehmen wir. Den Billardtisch lassen wir hier. Oh, guck mal da, da hätte ich wieder die umprogrammieren können. Die Turrets. Da liegt noch einer rum.
Das ist das Damen. Ne, das ist eindeutig das Herrenklo. Und hier gibt es tolle Sachen. Alter, habe ich da gerade 3 Raketen rausgezogen? Aus dem Mülleimer. Das ist ja großartig. So, hier kann ich jetzt. Ach so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das lediglich die Steuerung der von mir zerstörten Turrets ist, aber wir schauen mal. Ja. Falls irgendwo noch eine ist, aber ich glaube es nicht. So. Ja, wenn man sich. Ah, sie macht sich's gemütlich, okay. Wenn man sich hier reinschleicht, dann kann man die natürlich alle ausmachen. Da, so, da brodelt das, alles klar. So, wir gehen hier nochmal runter, aus purer Neugier. Andrew Station. Jetzt traue ich mich auch, nochmal woanders reinzuschlüpfen wegen der verringerten Ladezeiten. So, was haben wir hier? Okay. Ich habe was gehört. Nee. Schlechte Idee. Wir müssen nicht allein sein. Ja, das wollte ich nicht haben. Au, ey, Entschuldigung, Piper. Das. Ja, aber offensichtlich nicht auf mich. Entschuldigung. Ich mach das wieder gut. Okay, Entschuldigung, Piper, es war zu 100% meine Schuld. Da sitzt sie. Aber ich habe leider kein Stimpack für dich. Warum müssen Sie sich immer wehren? Na? Ah, den hätte ich. Okay. Stehen wir mal auf. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ja. Alle deine Freunde sind schon tot. Oh, da kommen ganz schön viele noch. Hier kommen wir gar nicht richtig durch. Wir haben zum Glück ein U-Bahn-Ticket dabei. Och Mann, komm zurück. Oh, so ein Äffchen. Voll den Spaß. Die habe ich immer gesammelt auf PlayStation. Aber die Sammelwut hat nachgelassen. Wo sind die ja, alle? Lauf nur weiter. Oh, da könnte ich den Protektron rauslassen. Oh, Geld. Oh, warte. Haha. Den hätten wir fast übersehen. Gehackt. Cool. Das Ding ist mit? Besser erhalten als erwartet. Ja. Sup. Ja. Okay, den können wir jetzt rauslassen und dessen Profil auch beeinflussen. Ich überlege gerade, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal den. Wir nehmen mal Rechtsvollzug. Und lassen ihn mal raus. Ich weiß nicht, ob ich meine Waffe wegstecken muss. Protektron zu Diensten. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Richtig. Ich versuche, aus dem Weg zu gehen. So, mach mal dein Ding. Geh aus dem Weg, Piper. Das ist gefährlich. So, such mal die Raider. Hoffentlich schießt er nicht auf mich.
nichts drin. Okay. Der Sackgasse, dann geht's nur hier weiter. Beeil dich mal. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgers. Ich will wissen, ob der auf die... Ja, ich bin noch gar nicht... Geh doch mal... Ja, ist ja gut. Geh mal. Töten, töten. Ach du, grüne Neune. Oh nein. Oh nein, guck mal. Töten, töten, hat er gesagt. Kann ich ihn retten? Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters. Dauert mir zu lang. Eine Straftat da. Gut, der hat mir aber eine Sprengfalle dankenswerterweise abgenommen. Da ist auch ein Terminal. So. Oh, da hatten wir uns natürlich jetzt hier rein. Candy ist es nicht. Ist es nicht. Ist es nicht. Könnte es sein. Ist es aber nicht. Das könnte es sein. Ist es aber nicht. Dann. Ja. Zurückgesetzt. Wir waren bei Gangs, dann machen wir. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. Welche verdächtige Aktivität? Das kann's nicht sein. Oh, warte mal. Nee, das kann's auch nicht sein. Dann haben wir noch Prone. Nee, das kann's auch nicht sein. Mails. Kann's sein. Ach, auch nicht. Ach, hör auf. Nee, das wären... Doch, warte, das wären zwei Treffer. Das kann sein. Ich glaube, das ist es. Ja. Ach toll. Jetzt kann ich die Scheinwerfer ausmachen. Und? Licht aus? Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie sich nicht an die Türen lehnen. Das ist alles? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Okay, ich habe mich gerade original selbst getötet. Oh, Scheiße, nein! Was war das? Ja. Hey. Was? Nimmer wiedersehen. Das war nicht so erfolgreich, wie ich mir das ausgemalt hatte. Naja. Der Protektron, der kommt da einfach noch ohne Beine. Na, unten runter gerobbt. Der tut mir ein bisschen leid. Aber guck mal, der ist auch ausgeschaltet hoffentlich. Oder ist das ein neuer? Was war das? Du ballerst nicht, ne? Da bist du ja. Okay, du ballerst. Immer in einem Stück. Ich hatte gedacht, dass... Oh, scheiße. Okay. Da robbt er, guckt euch das an, da ist er. Oh Mann. Ich habe mir gedacht, der hält mir alle vom Leib. Ey, wieso geht das Licht nicht an? Hallo? Wieso habe ich kein Licht mehr? Ist mein Helm kaputt vielleicht? Ah, ich glaube, der Helm ist kaputt. Kann das daran liegen tatsächlich, wenn der Helm kaputt ist? Dass man dann kein Licht mehr hat? Guck mal, das ist frisch gebraten. Das kann ich auch essen. Frisch gebraten. So, jetzt muss ich leider aufpassen. Jetzt haben wir eventuell ein kleines Claiming-Problem. Müssen wir das Radio wieder ausschalten in den Einstellungen. Das ist halt saublöd. Wobei ich gar nicht weiß... Ja, die Musik haben wir aus und... Naja. Die Claim-Gefahr ist halt hoch. Es ist untersagt, zwischen Waggons hindurch zu gehen.
Ja. Bin ich überladen? Tatsächlich. Ich bin einfach überladen. Wo ist meine Freundin? Komm mal her. Hey. Ich habe etwas. Greif ruhig zu. Nee, anders. Ich gebe dir lieber geile Sachen. Und zwar kriegst du... was gebe ich dir denn mal? Du kriegst... das hier. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Wenn ich ihr das jetzt... wenn ich ihr sage, sie soll das anziehen... Huch, nein, ey. T. Mist. Okay, nee, das wollte ich natürlich nicht. Dann muss ich hier was ganz anderes noch mitgeben. Da muss ich sie komplett... Ja? Sie verdächtige Aktivitäten bitte sofort. So geht, ne? Ja. Da kann ich ja auch noch anderen Quatsch mitgeben. Was habe ich denn? Ja. Stachelhalsband. Das machen wir mal später. So, guck mal. Sieht sehr wild aus. Ich könnte dir jetzt auch einfach was von den maladen Leibern der Raider runterreißen. Und ihr geben. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie davon Abstand nehmen, die Protektorenbegleiter zu kontrollieren. Oh. Oh nein. Fuck. Was war das denn? Das war Piper, ich hab vergessen, dass sie jetzt anders aussieht. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand ordentlich wert. Ey, lass mein Girl hier mal in Ruhe, was soll denn das? Das war keine Glanzleistung. Diese Stimme die ganze Zeit. Das muss ja für die Raider, die leben ja hier durchgehend, ne? Das muss ja für die... Also kein Wunder, dass die irre sind, wenn die die ganze Zeit diesen Scheiß hören. Komm mal her, Piper. Du kriegst jetzt mal... Pass auf, ich hab was für dich. Wann wird dir die Munition ausgehen? Naja, ich hab keine Sag Zeit. Einfach Bescheid. Muss handeln. So, du kriegst jetzt mal das und das. Was habe ich jetzt noch geholt? Das, ne? Und so. Muss doch was bringen. So nice. So, hier muss irgendwo noch. Ja. Okay. Ich hab Zeit. Bringen wir es hinter uns, okay? Oh. Piper, warte. Piper, warte. Ich nachgeladen. Okay, das danke. Anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ja, auf jeden Fall. Das gehört jetzt uns. Oh, ich habe zu viel geschleppt. Warte. Aufgepasst. Schieß los. Wir handeln. Ich gebe dir noch irgendwas Geiles. Und zwar kriegst du eine Impro-Pistole. Oh. Mist. Ja, was haben wir hier? Whisky. Oh, rote Farbe. Nehme ich. Oh, geil. Da. Oh nein, er kann sich nicht wehren. Oh, das ist ja jammer schade.
Wo ist Piper? Piper? Ich hab was für dich. Hallo? Wo ist sie denn? Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Hm. Piper, Piper, Piper. So, hast du Angst, was? Ja, komm, zeig dich. Zeig dich da so. Ach, Mist. Kommt er gleich von hinten wahrscheinlich. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ja, okay. Ich muss jetzt irgendwas rausschmeißen. Und zwar irgendeine Flasche Wodka oder so ein Shit. Da, das esse ich jetzt. So. Und dann gehen wir mal auf die Jagd. Dass es hier keine Fallen sind. Aber das erste, was ich machen würde, wenn ich jetzt hier Raider wäre, ist doch diese Anlage suchen und kaputt machen. Nee. Das ist völlig korrekt analysiert. Oh, hier. Und? Cool. Oh, ich bin schon wieder zu voll. Dinge, die ich normalerweise nicht sage. Pass auf. Aufgepasst. Piper. Achte nicht auf die Unordnung. Ich habe eine geile Idee. Hat die noch ihre... Nee. Ha, die hat sie nämlich Ah, okay. Sie hat leider tatsächlich die Molotow-Cocktails und die Granaten schon benutzt, glaube ich. Dann gebe ich immer ein paar mehr. So, und die kannst du alle haben. Bisschen. Wir gucken weiter. Wisst ihr noch, dass wir eigentlich die Quest machen wollten? Und überhaupt nicht vorankommen? Weil wir immer wieder irgendwas Geiles hier machen. Ich wollte eigentlich auch noch eine andere Tür öffnen, meine ich. Komme ich hier zur Railway? Das sieht ein bisschen aus wie bei der Railway. Es könnte sein, dass ich schon zur Railway komme. Das sieht genauso aus. Okay. Oh, was ist hier los? Lass ihn in Ruhe. Alter, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Ja, verständlich. Nimm das! Da oben. Sieht gar nichts, ne? Da. Du willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Oh geil, das ist ein Legendary Raider. Den schnappen wir uns. Wir wechseln mal die Waffe, wir nehmen mal, die Minigun. Ergib dich, dann mach ich schnell. Tschüss. So, wir müssen uns auch mal kurz um uns selber kümmern. Hey. Oh, das war ja so dumm. Oh, war das dumm. Warum? Uff. Ach, das war ja so dumm. Hey. Hm? Achte nicht auf die Unordnung. Nee. Das war komplett selbstverschuldet. Und echt unnötig. Hey.
Ach, warum? Warum war ich so töricht? Weil ich dachte, das ist alles kein Problem. Das Ding ist eigentlich ganz geil. 43 Schaden. Als Pistole. Wieso nutze ich den eigentlich nie? Die könnten wir mal einloggen. Viel besser als das. So. Oh, ich bin gerade ein bisschen sauer auf mich selber. Na. Wenn ich kenne ich jetzt alles vom. Warte mal, wir sortieren das. Ja, komm. Alles. Alles. Oh, die Feder. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt ihr alles gebe, ob das nur die Kategorie ist oder alles, was ich habe. So. Jetzt kriegen wir kein Problem mehr in nächster Zeit. Okay, also genau, hier ist eine. Und auf der anderen Seite... Ah nein, es ist wieder die Mucke. Das... Okay. Wir nehmen mal die Bombe jetzt. Also die Splittergranate. Hey, da draußen ist genau. Das. Oh, sie brennt. Ich brenne auch. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Da rechts ist der andere Typ. Und die, genau, das letzte Mal. Wie war das? Welche Tür habe ich genommen? Hier sind zwei Türen. Die da und noch eine. Hier geht's auch noch... Ne, da geht's nicht nach oben. Da ist noch ein Safe. Den hatte ich auch schon aufgemacht, oder? Hatte ich den aufgemacht? Wir werden sehen. Och. Hier war, das hatte ich glaube ich gar nicht aufgemacht. Oh hier, Cherries. Und Schachtelzigaretten. Lampe. Nehmen wir alles mit. Oh geil. Okay. So, hier. Genau, oder weiß ich nicht mehr, war ich jetzt hier oder die andere? Och, 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 ich bin aber ein bisschen unvorsichtig gerade mit meinen Haarschirmen. Ich glaube, hier war ich nicht drin. Ja, guck mal, ich habe deren, na, die sind ja nicht besonders reich. Aber die Haarklammerbox, da haben die Diebe natürlich ihre wichtigsten Utensilien untergebracht. Da ist er. Oh, er tut mir... Ich müsste ihn eigentlich erlösen. Er tut mir nur noch leid. So. Dann haben wir wenigstens das jetzt noch erledigt. Und gehen dann jetzt hier weiter. Da rechts ist der Typ noch. Scheiße, was war das? Mittlerweile... Oh. Okay. Na komm. Hey. Eieieiei. So, kommt noch einer. Hab doch keine Angst. Aber wie viele Kopfschüsse braucht der denn? Meine Güte, ich muss mal meine Waffen upgraden hier. Die Gegner werden immer stärker. Meine Waffen sind seit langem nicht mehr wenn besser du willst, geworden. Kann ich etwas für dich tragen? Ja, machst du doch schon. Alles gut. So.
jetzt. Oh, der Glanzbox. Was haben wir hier noch? Da waren wir auch schon. Genau. Oh, was? Na. So. Geschafft. Okay. Jetzt holen wir uns diesen unangenehmen Herrn. Da geht's nicht weiter. Genau, hier hatten wir eben diese. Ja, so war das. So. Sparen wir uns den Rückweg für diesen anderen Raum, den ich jetzt gerade erst geöffnet habe. So, und hier ist der Wahnsinnige gleich. Boah, der ganze Weg, es war wirklich weit. Ich hab das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Was nehmen wir denn mal? So, weil das gleich ein paar mehr sind. Hier links ist der erste. Wer ist da? Okay. Aufpassen! Hey. Oh. Okay. Oh, okay. Das war die Zehe. Die ist zäh. Ich erinnere mich an sie. Nein. Zwei Schuss ist echt ein bisschen wenig. Boah. Da liegt sie da nieder. Na. Was hast du Feines? Und da ist jetzt der. Ein großer Fehler! Ja, ist das schon das? Ja, das ist der schon. Jetzt müssen wir erstmal so, dass der. Ist der schon in seinem. Hat er sich schon geheilt? Okay. Schwein. Ja, jetzt hat er sich, glaube ich, geheilt. Ach, scheiße. Au. Au. Das tat weh. Okay, jetzt hat er aber nicht mehr viel. Jetzt schießen wir ihn einfach aufs Bein. Komm. Ein Schuss. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Dankeschön. Ich mag gelobt werden. Das war ein wilder Kampf. Er hat Schaden genommen. Wir haben Schaden genommen. GG. Alles ist gut. Dann holen wir uns jetzt mal sein Legendary Item. Dazu müssen wir erstmal da hochkommen. Da ist der Eingang. Gut. Willst du nochmal Mass Effect spielen? Fragt die King. Nee, das ist mir zu schlecht gealtert. Und ich habe da fantastische Erinnerungen dran. Und will mir das nicht kaputt machen. Aber ich fand das Remake echt ein bisschen lame. Gwyneth Brew. Da sind Zigaretten, die werden wir eines Tages alle verkaufen. So, hier ist er. Was hat er denn? Boxhandschuhe. Okay, das ist lustig. Für Leute, die Nahkampf spielen. Was will er nicht machen? Ich könnte Piper diese Sachen geben, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn die in ihrem normalen Outfit rumläuft.
geht's hier irgendwo wieder raus. Ich habe ja leider keine Lampe mehr. Eine Mass Effect Serie, ja, das wäre, das hat auch absolut Potenzial. Mass Effect wäre richtig geil. Als Serie. Film wäre es viel zu wenig Spielzeit. Das ist eine richtig geile wie Game of Thrones. 8 Staffeln. Ist das ein Feind? Oh ja. No. Ich werde dich finden! Wir sind hier nicht allein, Blue. Erwischt! Ey, geh aus dem Schuss. Also, was ist denn da los? Lass mich veralbern. Also, ich bin unzufrieden mit der, mit dem Schadensoutput meiner Waffe. Ich muss ran da. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Ja, war eigentlich mein Plan. Okay. Piper, steh auf. Loot. Oh, guck mal hier, geil. Hier ist so eine Bühne. Hier war ein Underground-Club. Ist ja Hammer. Was wurde hier gesungen oder war das Stand-Up? Weiß man nicht, wir werden es nie rausfinden. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Danke. Sehr nett, ein freundliches Kompliment. Oh, guck mal. Wo ist der das Terminal? Da, Knopf. Sehr schön. Den Mob. Oh, ja. Laserpistole haben wir noch nicht, glaube ich. Wo ist da ein Mob drin? Laborstation. Okay. Dann. Sind die eigentlich teuer? Kann man die für viel Geld verkaufen? Diese Alkoholflaschen. Es gibt erstaunlich viele noch davon. Dafür, dass das alles Vorkrieg ist. Bourbon. Die kann man doch bestimmt ganz gut verticken, die Sachen. Ah ja. Oh. Lol. Kellerschlüssel, Joe Spookies. Okay, war ich hier irgendwo, wo ich diesen Schlüssel benutzen konnte? Ach so, das ist hier. Lol. Okay. Aber man kann ja auch alternativ immer von der anderen Seite kommen. Ich habe jetzt wieder einfach komplett einen Umweg genommen, ne? Das war nicht geplant. Ich höre doch schon wieder hier Schritte. Wo sind wir denn geblieben? Ah, geil. Andrew Station. Ja, Hammer. Sehr gut. Dann werde ich jetzt eine Schnellreise machen. Und mal meinen Johnny reparieren hier. Das machen wir mal kurz. Sanctuary. Meinen Schrott ablegen und so. So, das reparieren wir jetzt hier. Ich bin auch die ganze Zeit unterwegs mit der Powerrüstung. Auf meiner Playstation bin ich so gut wie nie mit Powerrüstung unterwegs gewesen. Und hier bin ich die ganze Zeit unterwegs. Das ist nicht repräsentativ. Okay, alles repariert. So. Jetzt bin ich viel zu voll, ist klar. Das ist jetzt Piper. Piper. Piper, Piper. So, gesamten Schrott lagern.
Hallo? Piper? Ah. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wir werden jetzt erstmal Level Up machen. Und Waffenfreak machen wir auf Rang 2. Ich bin jetzt bessere... Piper, hallo. Ist sie hier nicht erwünscht oder was? Das ist ja einfach nur lächerlich. Erzähl lieber nichts da über diesen Ort. Komm her. Man kann niemandem vertrauen. Hey. Sag einfach Bescheid. Handeln. Klar, schau's dir an. Ich will ein paar Sachen wieder haben. Und zwar den kompletten Schrott. Wenn ich jetzt alles nehme, ich probiere es einmal aus. Bitte nur das. Ach, ich befürchte, ich glaube, sie nimmt alles dann. Ich mache das lieber so. Ich glaube, es geht einfach viel schneller. Das ist das Starthaus, genau. Das ist sozusagen der Anfang. Wir transferieren hier nochmal den ganzen Schrott. Super. Atomic Command. Habe ich das schon mal gehört? Ich packe hier nochmal irgendwas rein. Und zwar... Oh, die Impulsmine hat einen Wert von 100 Öcken. Den Boxhandschuh brauche ich nicht. Okay. Kommen die auch nicht. Jetzt gehen wir mal hier an die Waffenbank. Und schau mal, was wir noch verbessern können. Also, Heidi Kabel ist ja eigentlich schon ganz gut gewesen. Können wir sogar machen. Schaden 37. Schaden 30. Naja. Was fehlt uns? Oh, Schrauben. Schaden 43. Ne, dann sollten wir nochmal nach Schrauben suchen. Wieso habe ich keine Schrauben? Das sind ja, glaube ich... Auch die Ventilatoren. Oh, das ist ja saublöd. Nee, das bringt mir nichts. Was verbessert das jetzt noch? Kaum was. Ja. Das ist geil. Dann haben wir wesentlich mehr Schuss. Das Gewicht ist ein bisschen höher, aber sonst. Armer. Oh, schon wieder ein Level Up. Haha, geil. Kann ich jetzt sogar schon den dritten. Warte mal. Haha. Hast du deinen Schrott auch auseinandergenommen oder nur gelagert? Nur gelagert, aber das nimmt er automatisch auseinander. Das nimmt er eigentlich, wenn ich das hier einlagere, nimmt er das automatisch. Ich wollte nochmal gucken, ob ich jetzt sogar schon Stufe 3 kriegen kann. Was fehlt? Level 25, ja, okay. Ja, dann halt nicht. Was brauche ich dafür noch? Level 15. Ja. Sehr blöd. Was können wir noch machen? Was nehmen wir denn? Einige Sachen können wir... Ah, das ist, glaube ich, auch gut. Ja. Das machen wir mit den Stimpacks. Ich gucke nochmal nach, aber eigentlich nimmt der das komplett... Ah, ne, hier. Da steht doch auch immer, was er davon auseinander nimmt dann. Also ich dachte, ich habe genug Sachen mitgenommen, die auch Dings machen, aber ich habe 10 Goldbarren, ne? Nee, 6 Gold, 2 Gold, nicht 10. Oder? Warte, doch 10. Warte mal, da steht eine 2. Und wieso steht da eine 10?
Whatever. Also, das, ich weiß, guck mal. Ach so, warte, der hat auch nur Kupfer und Glas. Wie heißt der denn hier eigentlich? Ventilator, ne? Habe ich auch gar nicht mehr. VW. Nee. Ey, das muss man doch nicht einzeln zerlegen. Seid ihr sicher? Da steht ja auch immer, was der davon nimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das hier rausnimmt. Ich habe halt leider keine Dings mehr. Egal, was ich hier nehme. Ich habe nichts mehr, was in irgendeiner Form... Doch, da steht er doch dann immer. Was der dafür... Das passt schon. Ich glaube, er täuscht euch. Musste einzeln zerlegen. Nein, ich glaube, das passt schon. Was wollte ich sagen? Ach so, Heidi Kabel, genau. Bringt mir nichts ohne diese Räder da. Oh, hier auch Stufe 3. Schrauben, mir fehlt überall Schrauben. Wo kriege ich Schrauben her? Kann ich die kaufen? Kann ich Schrauben kaufen? Wahrscheinlich ist auch in den Häusern hier nichts mehr drin. Ja, Tischventilatoren, genau. Das vielleicht ein Toaster. So, Federn. Das ist einfach nur Stahl hier. Oh, Coca-Cola. Stahl und Gummi. Oh, was ist mit dem Radio? Warte, zerlegen. Na, nur Gummi? Was war das denn? Manchmal liegt hier ja noch irgendwas. Oh. Hab ich den schon geöffnet? Nee. Den haben wir noch nicht mal geöffnet hier. Ja. Guckt euch das an. Plastik und Silber. Wert 50. Schicke Haarbürste. Wenn du Schrauben markierst, warte mal, genau, wie war das denn nochmal? Ja. Man konnte suchen nach irgendwas. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. War das im... Oh, wie war dieses Suchmenü noch? Das habe ich... Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Brauchst du was? Waffen kann man auch zerlegen. Ja. War das an der Werkbank? Ja, kann sein. Kann ich was für dich tun? Nee. Du musst es nur sagen. Ja, das ist lieb von dir, danke. Ich suche Schrauben. Ventilatoren sind da immer gut. Oh, ist hier noch drin. Voltec-Laborkittel. Boah, hier hat jemand einen Voltec-Laborkittel gehabt. Alter, das bedeutet, dass mein Nachbar für Voltec gearbeitet hat. Krass. Ah, okay, so war das, danke. Oh, weg. Aber nicht das, was wir suchen, leider. Ja.
Schade. Da, was ist mit dem? Stahl, Schraube. Da waren Schrauben drin in diesem Ding. Oh, warte, da muss ich einfach... Es gab doch... oh. Es gab doch so Fabriken, wo super viel von diesen Teilen rumlagen. Was tun da oben? Belagert ihr mich jetzt? Ja, es gibt so Fabriken. OBS nutze ich. Exploit. Oh, guck mal hier. Ja, jetzt habe ich die Pistole verschrottet. Aber hier ist auch kein... weiß nicht, der vielleicht? Holz und Stahl. Ach komm, hör auf. Ja, also Schrauben sind wirklich sehr selten. Ja, es gibt einen Perk, ne? Ja. Also, lass uns mal kurz gucken. Hier. Warte. T. Ja, Schraube. Okay. Jetzt haben wir es markiert. Wir können auch den Hund hier, glaube ich, sogar danach suchen lassen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was finde. Haben wir hier schon? Ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden. Das haben wir jetzt auch. Oh, hier war auch nicht. Was mag sich in diesem Köfferchen verbergen? Ach komm. Welches Vorleid fandst du am besten? Das wär's. Bewegung 2. Was habe ich denn überhaupt derzeit an? Den Jumpsuit. Da ist der doch eigentlich besser. Warum ist denn der mehr wert? Weil er ein bisschen Radiation abhalten kann. Aber eigentlich ist die besser. Ich behalte natürlich den Jumpsuit aus nostalgischen Gründen. So, mit Bewegung plus 2. So, eigentlich müsste mir das jetzt hier angezeigt werden. Wenn hier irgendwo noch was ist. Was gibt's? Hi Sturgis, was geht ab? Ich brauch Schrott. Ah, warte mal, Wecker. Ah, der gibt Feder, Mist. Hey. Ey. Wo war jetzt der Wecker? War der da drin? Was ist das da? Weiß ich nicht, geht nicht weg. Ja, keine Ahnung. Ach so, Terminal. Hatte ich den schon gelesen? Hatte ich den Terminal schon gelesen? Warte mal. Nee. Was ist das denn?
Nee. Aber warum mache ich das? Ich mache das jetzt irgendwie anders. Es geht schneller. Manchmal geht's schneller. Nicht immer. Okay. Es geht einfach doch nicht immer schneller. Ah. Was ist da los? Was ist da los? Come on. Ach, ernsthaft. Da ist da wahrscheinlich nur Quatsch mit Soße drin. So, reset immer die Versuche mit dem. Wo bist du da? Okay. Okay, ernsthaft. Oh, Nils. Warum dauert das jetzt so lang? Da ist noch was. Ah. Ich brauche noch mal einen hier. Reset. Okay, jetzt muss ich doch wieder händisch machen, oder was? Warum? Pure. Jetzt kann ich das nicht mal mehr lesen. Ach, hör auf, ich muss es einfach nochmal machen. Wie man es macht, man macht es verkehrt. Weh, da ist nichts Gescheites drin. Wahrscheinlich irgendwie nur so eine kleine Anekdote. Schießt das Terminal kaputt. Wie hoch ist die Chance? Okay, so langsam bin ich sauer. Ey, ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Bin durch. Endlich. Okay, guck mal. Aha. Von den ganzen Russell. Interessant. Concord Boston. Concord Umbruch. O'Keefe. Ja, über alle sind hier irgendwelche Informationen hast drin. Hast du es schon mit einem Reboot was? Des... Oh, ich hab's geschafft. Alles gut. Fein. Okay, wir brauchen ein bisschen... Unsere Mission ist, noch ein paar Schrauben zu finden. Hier sind noch zwei Häuser. Oh, warte mal, Safe? Wo war der Safe? War hier noch ein Safe? Nee, ne? Da. Oh. Ah, den haben wir schon geöffnet. Da ist noch eine Pipe Pistol drin. Hat eine Pipe Pistol Schrauben? Hat eine Pipe Pistol, hat glaube ich keine Schrauben, oder? Die klingt so, als wenn sie... Wo ist sie denn gelandet? Ja. Ich gehe hier. Oh Gott, was ist denn Ines? Ich dachte schon, wir sind in Gefahr. Wir brauchen aber von der Blutfliege was. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das aussieht, wenn ich hier das gesuchte Schrottteil finde. Aber hier scheint es mir nicht zu sein. Schade. Ja, wir müssen uns auf die Reise machen. Hier ist nichts mehr. Okay,
Aber wir machen an dieser Stelle eine Pause. Ihr Lieben, das war eine weitere Folge Fallout. Wir streifen wacker durch das Wasteland. Mir macht das echt eine Menge Bock. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich spiele es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Mit euch zusammen. Sehr erfreulich ist, dass die Loader-Map, die Loader-Mod funktioniert. Herzlichen Dank nochmal für den Hinweis. Und schreibt mir gerne in die Comments, was wir machen wollen. Und vor allem, wo wir am besten Schrauben finden. Da sind wir ein bisschen knapp bei Kasse gerade. Finden wir schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute.